Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elden Ring Part 39. Tja, beim letzten Mal haben wir ja unsere Waffen upgradet und im Zuge dessen ein bisschen Selbstbewusstsein getankt. Und jetzt haben wir hier den Hof leer geräumt. Ich bin mal gespannt, wie und wo es hier weitergeht, ne? Ja, da war einiges zu tun. Das ist ein Flammenwerfer. Ich weiß gar nicht, ob wir die auch nutzen könnten. Nee, sieht nicht so aus. Oder? Konnte dagegen hauen, aber ich glaube, kaputt machen kann man ihn nicht, oder? Nur bewegen sie sich. Doch, man kann sich zerstören. Aber dauert eine Weile. Aus wie Belagerungsgerät hier, ne? Oder ja, Verteidigungsgerät. So, was haben wir denn hier noch, was wir looten können? Moment, was schon denn? Achso, Blutflecken sind hier. Hier sind natürlich jede Menge Spieler anscheinend gestorben, kann ich mir vorstellen, ne? Was man ja auch an den Blutflecken sieht. So, da ist quasi der reguläre Weg, ne, von dem aus man beschossen wird normalerweise. Gut, das droht uns ja von da aus keine Gefahr mehr, ne? Können wir die heimlich hier von hinten meucheln, die Schweinebande. Okay, aber irgendwas. Nicht, dass sich hier welche hinabfallen lassen. Oh, wir haben das Lebensenergie zurückgewinnen, ne? So muss es sein. So muss das. Messer. Hofmesser. Den nehmen wir von den Behen hier zuerst vor. Bin noch unentschlossen. Jetzt ist ein Henker dabei. So eine Riesenachs. Wer die halten kann, keine Frage. Keine Ahnung. Dass es sie halten kann, keine Frage. Aber wie? Keine Ahnung. Das wollte ich sagen. Mindestens 50 Kilo Metall. Okay. Hä? Sturmfalken, Feder. Ich kann auch relativ easy backstabben. Dann haben wir die Lebensleiste wieder voll. Fast. Ui, hält auch ein bisschen mehr aus, ne? Nur ein bisschen größer. Größer und stärker anscheinend. Huiuiui. Oh, das wäre auch ein krasses Unterfangen gewesen, das hier, also diesen Gang zu nehmen. Diesen offiziellen Weg. Oh, da ist immer noch was. Uiuiui, da schießen sie. Ah, gut. Da komme ich noch nicht hin. Gut, lassen wir das mal. Ja, vielleicht könnte man eine Qualle auf die schießen, aber nee. Muss nicht sein. Ich weiß nicht, ob es da weitergeht. Ich meine, hier waren ja auch noch einige Türen, ne? Und hier geht es auch nach oben. Bisschen, ach, von da sind wir gekommen ursprünglich. Da ist ja die Kirche und ja, wissen nicht, ob man hier einen Shortcut oder sowas freischalten kann. Ja, auch noch irgendwelche Geräusche. Ach du Scheiße. Ach so, da marschiert der Ritter, genau. Ach, wer bist du denn? Ah! Oh Gott, zum Glück habe ich relativ schnell reagiert hier. Oh, und besonnen noch dazu. Brandpfeile. Oh, das war einer von den stärkeren Axtträgern wieder. Eieiei. Fiese Falle, ey. Ah. Ah, da könnten wir rein, ne? Mach die mal sicherheitshalber alle kaputt. Von da sind wir gekommen. Ach, die haben sie jetzt schon aufgelöst, da. Ja, von hier sind wir gekommen. Okay, da wäre ein möglicher Weg. Na gut. Wo hier noch Wege sind. Hm, dann den Eingang, ne? War da auch hoch? Ne. Da wollen wir doch. Ach, da latscht noch einer. Hä? Wo ist denn das? Keine Ahnung. Und hier ist noch ein Weg. Och Gott, ne, was ist denn das? Den kann ich noch gar nicht gesehen hier. Ach du Scheiße, ich möchte erst hier zum Ort der Gnade. Ja. Ach, hier ist noch ein Bild. Wieder ein Bild gefunden, Leute. Cool. Ne, jetzt kommt der Gegner. Nicht doch. Ein weiteres Gemälde. Prophezeiung. Na, wie cool ist das denn? Lass mich raten. Das Bild prophezeit meinen Tod. Ja gut, die kann man sich dann nochmal im Menü in Ruhe ansehen, ne? Ach du Scheiße, was ist das für ein Vieh, ey. Aber hier ist keine Leiter oder so, ne? Aber irgendwie... Ich glaube, da oben war ich schon, ne? Ein Leuchtfeuer. Da können wir ja keinen Fahrstuhl aktivieren. Vielleicht auch da unten.
Dann sind die alle wieder da. Weil wäre jetzt nicht so klug, ne? Vielleicht ist es. So. Also, wenn da jetzt ein Ort der Gnade wäre, dann ist hier wieder Party am Start. Eigentlich ist nicht so scharf drauf. Ach du Scheiße, hier ist eine Wand. Ach du Scheiße. Und nicht mal ein Ort der Gnade hier, ne? Ja. Oh fuck. Oder braucht man da wieder. Ach, hier ein Rädchen. Ah, die sind ja auch mal so. Scheiße, die töten mich! Boah, verdammt! Die sind stärker als man denkt, ey. Boah. Wie soll ich denn da gegen den Boss antreten hier? Ach nee, braucht man einen Schlüssel. Feuersichere Trockenleber. Aha, wieder ein Geheimgang. Ich glaube, jetzt habe ich keinen Schlüssel mehr. Hm. Ist der tot? Oder? Er hat nur die Trockenleber noch gehalten. Naja. Aber das ist nicht der reguläre Weg. Na, haben wir noch einen? Nee, haben wir keinen mehr. Okay, wenn wir hier nicht noch einen finden, heißt das, ne? Schauen wir mal. Kann man scheinbar nur. Müssen wir wohl an der Kreatur da vorbei irgendwie. Oh Gott, ey. Das soll noch so ein starker Gegner sein. Aha, wenn es da offiziell weitergeht. Na, ich glaube ja nicht. Da liegt auf jeden Fall noch was. Hunde? Ich höre Hunde. Ah! Ich sehe auch welche. Ah, da ist ein Ort der Gnade. Okay. Boah, wie gesagt, da sind die alle wieder da. Da gibt es kein Zurück mehr. Ah! Nein! Nein! Scheiße. Oh Gott. Und weg, wird's wieder belebt. Da war doch auch ein Pfahl hier, Marikas Pfahl. Ich weiß nicht, ob der jetzt schon aktiviert war quasi. Ich hoffe mal. Nein, natürlich nicht. Ach du Scheiße, jetzt leben die ganzen Idioten wieder. Na, jetzt renne ich da einfach durch, egal. Das hat keinen Zweck. Scheiße. Was ist das Vieh? Ich hab mir ja schon gehört, er kommt von hinten. Ich dachte nicht, dass er so nah dran ist, um mich da runter zu buxieren. Ja, man sollte immer vom schlimmsten Fall ausgehen. Vom denkbar schlimmsten Ereignis. Das hat hier keinen Zweck. Immer auf Nummer sicher gehen. Das ist hier das A und O in dem Spiel. So, jetzt weiß ich aber ja nicht mehr, wo das war. Jetzt bin ich so überfragt. Joa. Nö. Ne, hier nicht. Oh, bleibt mal da, Hühnchen. Na gut, muss ich mich dann nochmal durchboxen, oder? Ne, hier waren wir schon. Ne, einfach. Warne das jetzt hier. Links, rechts, rechts, links. Ne, hier. Hier, ja. Einfach durchrennen. Ja. Ich werde es versuchen. Oh, musst du gerade an der Kante sehen. Hock dich hin! Mach auf! Geht nicht von dieser Seite. Okay. Ui! Ja, aber müsste reichen. Ich hab ja zwar nicht dran gerastet jetzt, da muss man aber glaube ich nicht. Man muss sie nur aktivieren und dann ist man da. So meine Hoffnung. Ob sie auch so eintritt? Ja, wunderbar. So. Perfekt, warum geht das hier nicht auf?
Verdammt, noch eins. Oh Gott. Hä? Da ist ein Abgrund. Wo geht's denn da nach oben? Ich hab so eine Ahnung, aber was bringt mir das hier? Hätte denn keinen Sinn gemacht hier ein Ort der Gnade hinzulegen, wie auch immer. Was steht denn da? Licht da halt besonders? Wird mir trotzdem nehmen, was immer da liegt. Oh, die leuchtet. Warum leuchtet die Statue? Ich weiß es noch nicht. Boah, lass es mich auch nicht herausfinden. Na, die anderen lassen mich jetzt augenscheinlich in Ruhe. Ey, sind alle Töle hier noch, ja? Ja, ja, ist gut. Ah, ich hab Invincibility Frames. Genau, hau den Hund. Das war eine gute Sache. Eine gute Idee. Da, nochmal, den Hund hauen. Au. Oh, hartnäckig. Los, hau doch mal zu, hau den Hund zu Brei. Na gut, dann muss ich das jetzt übernehmen. Furchtbar. So, nochmal heilen. Oh Gott. Erinnert mich auch an gewisse Gegner hier. Aber das ist ganz andere Angriffspattern. Und bist viel schneller als die Typen da in Dark Souls. Yeah! Blutung über alles. Ah, hammergeil. Ich liebe es. Ich liebe es. Aber der droppt ja nicht mal was. Was ist das für eine... Oh, aber die lassen mich jetzt echt in Frieden, ne? Geil. Hoff mal, der spawnt auch nicht mehr. Soll man die zerlegen, oder... Was soll man da machen? Hätte ich nur ein Riese, aber herauslocken ver... Ah, der muss dagegen schlagen, oder wie? Wahrscheinlich. Na geil. Gut, dann hat er doch noch eine Aufgabe. Hoffen wir, der spawnt dann aber wieder. Ne? Wenn nicht, dann war es das. Mit dem Geheimnis, was da scheinbar... Ah, der war nur einmalig da, oder? Schade. Nee, da ist er doch. Ach, hübsch. Na, kümmere ich mich erstmal um den dusseligen Köter. So. Boah, was hält der aus? Also, das ist sein Hund scheinbar. Okay. Gut. Dann versuchen wir das mal. Aber der hat doch hier schon einmal gegen geschlagen, oder? Na, ich stelle mich mal hier vor. So. Nein, du sollst da hauen dagegen. Nee, draufhauen. Hau drauf. Hier. Nein, nicht treten. Hauen. Ja, so. Ne, ich glaube, das bringt nichts. Oder den starken Schlag ausführen oder was? Ja, den. Ja, irgendwie macht das nichts. Der hat jetzt schon mehrmals auf diese Statue eingekloppt, aber irgendwie bringt das nichts. Guck, guck. Ja, den starken Schlag. Hat er auch nichts gebracht. Ne, ich glaube, das bringt nichts. Ja, selbst den Dreifachschlag. Ich glaube, das macht keinen Sinn. Der springt ja einfach mal, macht da so einen Satz nach vorne hier. Die Schweinebacke. Haut auf die Statue, Junge. Ah, macht er ja aber. Und wie kommt da nichts bei rum? Ist doch zu schwach. Hat das so eine Bedeutung? Ich weiß es nicht, Leute. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr das wisst. Wow.
Na, jetzt bin ich gleich tot. Saufer. Na komm, hau drauf rein hier. Schlag auf die Statue. Komm. Ja, nee. Schlagen. Mit dem Schwert. Ja, nee, jetzt machen wir den Satz. Der. Ja, den müsst ihr machen auf die Statue, oder? Das ist wirklich Quatsch. Ich glaube, es ist Quatsch. Das bringt nichts. Vielleicht muss man da bestimmte Attribute haben oder so, dass sich die Statue dann quasi ansprechen lässt oder so. Weil der kloppt ja wie ein Bekloppter darauf ein, ne? Glocke immer noch. Ich glaube, das hat keinen Sinn. Vielleicht kann man da noch einen anderen Riesen anlocken, keine Ahnung. Aber der bringt's nicht. Hast du gehört, du bringst es nicht, Junge. Ah, lass mich doch mal zuschlagen. Ich sterbe gleich. Au! Ja, die Attacke musst du machen. Ja, der Statue, Mann, nicht auf mich. Miese verzögerte er. Ja. Trotzdem besiegt. Wie viel bringt der? Hab ich jetzt nicht gesehen. Ah, nicht viel. Also doll war das jetzt nicht. Hä? Achso, ich hab nichts mehr zu trinken. Oh. Mal sehen, was die Flasche jetzt macht. Ah, okay. Bisschen was heilt sie. Also es ist wie eine zusätzliche Heilflasche. Ganz geil. Ich glaube, ich bin jetzt auch stärker oder so. Cool. Hält das jetzt noch? Nee. Nee, nee, wenn man... Dann wird es zurückgesetzt, wenn man gerastet hat. Oh, da brauchen wir vielleicht noch einen Schlüssel. Ah, hier ist ein großer Vogel. Oh, hier ist wieder einer von denen, ne? Ah, ja. Boah, die halten ja noch mehr aus hier. So viel haben die doch vorher ausgehalten. Oh, Kriegsfalkenkralle haben wir jetzt bekommen. Scheinbar auch eine Waffe. Ach, scheiße. Können wir hier hoch? Ja. Diese Treppe, wa? Und die Treppe hoch? Ich könnte hier aber auch weitergehen. Also hier gibt es mehrere Wege, die nach oben führen. Ach, du Scheiße, hat ein Bogen. Das ist Bogenschütze, ein Armbrustschütze. Oh Mann, warte mal, ich war noch nicht so weit. Junge, Junge. Echt agil, die Jungs. Ah, hier geht's echt noch weiter. Ja, ist auch irgendwo noch so ein Biest. Ich höre ihn doch. Ich höre dich. Du faule Nummer. Ah, hier ist ein goldener Baum. Geil. Ihr wisst ja, was das heißt. Wir kriegen wieder mehr Heilung. Wir haben jetzt zwei Saaten. Wir brauchen zwei. Beim nächsten Mal wahrscheinlich drei oder vier. Keine Ahnung. Oh Gott, was ist das? Ein... Nee, das ist so ein Riesen. Ach, den Riesen müssen wir anlocken. Den muss ich anlocken? Hm. Der folgt uns doch gar nicht so weit, oder? Hier geht's runter. Oh, was bist du? You were a fine warrior. Your only mistake was your choice of master. Let the winds lift you to a higher place. Oh. Wer bist du? Well, who do we have here? Tarnished, are you? Ja. Clearly not one of Godric's lot. I am Nefeli Lu. Tarnished and warrior, like you. I'm here by decree of my father. How utterly repellent this is. Warum? This grafting of Godric's ill befits a lord. He's tainted the very winds. Die Winde beschmutzt. Okay, wie kann man die Winde beschmutzen? If you intend to challenge Godric, I ask you call upon me. The winds run foul with his deeds. I'm certain father would permit me aid the fight. Ah, die können wir dann als Hilfe rufen. Okay. But I've idled long enough.
As fellow tarnished, we must each follow our own guidance. Down whatever road takes us to the throne of Elden Lord. Oh, ich werde ihn aber erstmal alleine probieren, glaube ich. But as fellow tarnished, down whatever road. Nö. Hilfe können wir uns immer noch rufen. So. Schmiedesteine. 4! 4 an einem. Okay, das ist gut. Apologies. Okay, nein, alles gut. Ne, ich bin ja der. Ne, ich bin der Auserwählte hier. Falls du es noch nicht wusstest. Jetzt weiß es. So, Dalle. Na ja, dann können wir ja direkt schon, ne? Das, ah, die hören ja auch auf, so ein bisschen zu leuchten, ne? Und leuchten wird dann schwächer, so hat man den Eindruck. Also ich zumindest habe den Eindruck dann. Ach so, vielleicht sollte ich doch erst. Da geht's schon mal zu Godric, ne? Das deutet zumindest darauf hin, weil er so geschützt wird. Zum Glück sind die schneller als der Riese. Oder auch nicht. Ah, Riese kommt. Ja, vielleicht kann ich ihn wirklich zur Statue locken. Wäre genial. Was macht er? Ach, das macht er. Ja, gut, das Ganze ja auch stimmt. Ey, du feige Sorte. Sau, wollte ich sagen. Komm mal hier lang. Ich brauch dich. Du musst da mal was kaputt hauen. Ey, nicht so, Mann. Ja, 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 ja. Aha. Ja, leider ist der andere Dicke noch. Ja, komm, hau die Statue kaputt. Hat's noch nicht geschafft. Weil die anderen erstmal töten sollen. Oh, er hat einen Hund getötet. Er hat Kenny getötet. Au! Den Hund namens Kenny. Okay. Ja, ja, ja. Hier, hier. Ach, er hat's freigeschaltet. Nimm's! Oh ja, das hat sich gelohnt. Okay, dafür hat sich das schon gelohnt. Dafür sterbe ich gerne. Das ist ja gleich. Jo, man musste wirklich den Riesen bis hierher locken. Ey, wie genial ist das denn? Hab mich erst gefragt, hä, Riese, wo soll ich denn Riesen hernehmen? Aber dann stand da noch um eine Ecke. Ja, der Dicke hat es nicht geschafft, aber der Riese. Ist das genial, oder? Dieses Spiel ist so der Hammer. Großartig. Ich guck mal jetzt ganz schnell mal meine. Hat wieder gekillt. Seinen eigenen Hund. Na gut, muss ja nicht sein eigener sein, ne? Wie komme ich denn da drauf? Muss ja nicht sein eigener Hund sein. Oh, oh. Nicht nochmal hauen. Nicht doch. Sauf. Au! Du Penner, du. Du. Autsch. Nichts gegen Penner. Aber du bist ein Mieser. Aua! Ein ganz Mieser bist du. Na, warte. Komm, hau zu! Was denn? Der ist nicht gestorben. Warum habe ich keine Blutung ausgelöst jetzt? Okay, zu selten. Oder nicht oft genug hintereinander weggetroffen. Das kann natürlich sein, ja. Naja, gut. Ich lasse den jetzt. Es ist egal. Ich weiß, wie man ihn besiegt. Das reicht. Falls es noch einer von der Sorte uns mal unterkommen sollte, jemals. Denn, ja. Ah, die Spiegelungen sehen echt genial aus, finde ich. Also da haben sie wirklich was verbessert. Na, die haben sie auch sollen sie ja verbessert haben. So, jetzt möchte ich doch erstmal gucken, wo uns jetzt der Fahrstuhl wieder hinführt. Aber ich vermute mal fast an den anderen Ort der Gnade, der da oben ist im Turm. Nee? Nee? Doch nicht. Ah, da kommt schon der erste Gegner. Was, wo, wo? Hier, was? Was höre ich hier? Ein Skarabäus höre ich. Nur wo?
Euch? Nee. Da hinten. Oh, da komme ich aber nicht ran. Nee, wo ist denn der? Ach da. Nee, Quatsch. Hier ist er. Nee. Ey, hier. Du kleines Etwas. Ja, geschafft. Oh ja, wieder was Besonderes. Eine besondere Kriegsasche. Sturmrufer. Ich glaube, die ist nicht schlecht. Seid ihr Feinde? Jo, sind sie. Die greifen an. Weil der eine hat vorgegeben, nett zu sein. Da ist noch ein großer dabei. Oh, den kann ich auch auswählen. Warum seid ihr denn hier böse? Hm, vielleicht wurden sie korrumpiert. Das ist bestimmt was Besonderes. Ja, einen Topf wieder bekommen. Gesprungener Topf. Noch ein gesprungener Topf. Und ihr seid auch bald gesprungen, wenn ich durch fertig bin. Wenn ich blute. Ach du Scheiße, das kann er auch noch. Schnell. Jo, die machen genauso viel Schaden wie der Große, ey. Ach, vielleicht war das die Würde-Attacke. Was war das denn? Oh, was haben wir denn da Schönes bekommen? Scherbe ins Leben. Scherbe ins lebenden Gefäßes. Okay. Yes. Oh, jetzt ging was wieder? Nö. Sind da noch mehr? Ach so. Das, wenn ich alle abgemusst habe, wenn man das so nennen kann. Aber das sind ja Lebensenergie. Komm, jetzt will ich auch meine Lebensenergie wieder haben. Nein. Immer noch nicht. Hm. Mann, wie viele Wege gibt es denn hier? Ah, erstmal dahin. Da liegt nämlich noch was Lootbares. Was Bares. Naja. Die Dinger habe ich nie genutzt. Gab es auch in Dark Souls natürlich. Sind halt so größere Wurfmesser, sagen wir es mal so, ne, wie Macheten, die man entwirft. Traurig, oder was steht hier? Unrecht. Held voraus. Denkt man, ne? Oh, waren keine Helden leider, die haben mich angegriffen. Vielleicht hätte man das verhindern können, wenn man ihn denn getroffen hätte oder so. Nochmal, ich weiß es nicht. Ach du Scheiße. Da ist ein Bossi, oder? Ach nee, da ist noch ein Ort der Gnade. Soll ich den freischalten? Ich weiß irgendwie nicht. Ich habe irgendwie keinen. Ach, jetzt sind wir hier. Das ist nur ein anderer Gang. Ah. Okay, dann schließt sich jetzt der Kreis oder können wir da ruhig. Oh ja, da ist ein Bossi. Und hier können wir die rufen. Ach, hier ist direkt der Hauptboss. Ist nicht euer Ernst, oder? Ob ich das nochmal gegen den probiere erstmal ohne Hilfe? Ja, ich probiere es jetzt mal ohne Hilfe. Frag mich nur, wie ich den Malus loswerde. Hm, eigentlich hier brauchen wir was anderes. Ich weiß nur noch nicht was. Sich gegen den Boss. Ah. Ja, das ist er. Hm, okay. Oh, fuck. Das sieht ja Sequenz.